Servus Leute, willkommen zurück zu Hyper Dimension Neptunia Rebirth 3 Regeneration. Ich habe gerade eben, was heißt gerade eben, vor 3 Stunden, irgendwie sowas, habe ich Danganronpa V3 Longplay aufgenommen. Allerdings die Demo, die dauert ja zum Glück nicht lang. Und ich habe vergessen, mich auf Steam auf offline zu stellen. Deswegen sieht man rechts unten die ganze Zeit irgendwelches Geploppe. Ich bin zu faul, es nochmal aufzunehmen. Weil Zeit ist Geld und Resident Evil Zero will ich ja auch irgendwann No-Dev machen, bestenfalls. Wenn nicht, muss ich das über den GameCube machen, weil da besitze ich das Spiel ja auch. Jedenfalls, Stella ist wieder da. Ziemlich viel Zeug, wir nehmen mal alles mit. Area 2 Key. Big Dungeon Change. Greatly Change. Oh. Sony Weapon. Change Battle. Man kann die Kampfmusik ändern? Cool. Ja, Area 1 habe ich jetzt geklärt. Okay. Ist beides dasselbe. Lederrüstung oder wie? Item found. Ah. Gut, Area 1 habe ich jetzt. Keine Ahnung, wie ich Area 2 bekomme. Aria Boss. Antiker Drache. Alter Drachenorb. Ja, das ist gut. Ja, was ist das hier denn? Ach so! Magical Stone. Brauche ich da also einen magischen Stein? Ja, hier fehlt mir auch noch eine Menge. Big Dungeon Change. Ich habe ja hier Wandererhöhle. Kann ich ja mal. Schauen wir mal, was sich jetzt tut. Ja, und hier. Sony Wetlands. Die habe ich aber noch nicht, oder? So, gucken wir mal. Stella. Ah, so geht's jetzt weiter. Ja, mach erstmal bis zum 10er. Ich werde erstmal gucken, was sich hier jetzt bei der Wandererhöhle geändert hat. Herocraft, okay. Sieht noch genau gleich aus. Andere Gegner? Kann das sein? Weißt du was? Ich beeile mich mal hier im Schnelldurchlauf. Und battle jetzt nicht gegen alles, was ich sehe. Das mache ich dann offscreen. Oh, komm her. So. Diese Blöcke will ich immer mitnehmen. Wofür weiß ich zwar nicht, aber... Ich meine, da werden immer mal wieder ein paar Items ausgespuckt, aber das war's auch schon. Ich war doch auch irgendwo ein Block, oder? Ich brauche jetzt keine Blöcke, ich brauche Antworten auf meine Fragen, was sich hier jetzt so großartig geändert haben soll. Auf den ersten Blick sehe ich nix bis auf das Ding da vorn. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit, Leute.
das Ding ist scheiß gefährlich. Ja. Stella ist schon wieder da, okay. Ich wette, der one-hittet mich. Ja! Nein! Ey! Der geht natürlich auf mich, der Feigling. So. Muss dich lieber mal wegstellen. Ist das... Oh, verdammt. Weil jetzt muss ich die Store dazu verwenden, um ihn zu heilen. Komm, Paralyseheilung. Da. Ja, das ist das Blöde. Der hat null Schaden gemacht. Cool. Komm. Du bist doch gleich tot. Schon wieder paralysiert? Paralyse. Nein! Ich hab's auf mich selbst angewandt, ich dumme Nuss. Ja. So wollte ich eigentlich. Schon wieder? Das ist ein richtig schlechter Scherz, was du da gerade machst. So, jetzt stirb endlich. Verdammt nochmal. So. Natürlich kein Item. Ja, ja. So, jetzt kann ich gucken, was ihr gelernt habt. 57 Punkte, das ist gut. Nee, das wollte ich nicht. Hier ist nix. Okay. Ich lasse aber Wienen. So. Das ist nur 40. Ja, könnte ich. Pulse Edge. Donner und Eis. Hä? Ich hab gar nichts gedrückt. Tome of Fire und Tome of Wind. Hm. Oh. Song of Bravery. Ne, das ist gekoppelt mit 5 BP. Mach ich lieber das da. Mach das hier. Dual Arts, ja. Blaze Break, Jumping Arts. Das ist zweimal Lektüre. Ja, du hast deine eigenen Techniken schon gelernt, also brauchst du es nicht mehr. Triple Shot. Oh, es braucht 50. Wenn ich den wegmache, das geht sich auch nicht aus. Hm. Mache ich ja auch Rush. So, da packen wir es rein. Da ist nix. Da ist was. Hm. Ja, sogar ist so ein bisschen öde, wenn man wenn man das hier sich jetzt anguckt, aber so kann ich wenigstens ein bisschen was umstellen. Oh, Donnersturm.
Okay. Sphere Noir. So, habt ihr irgendwelche SP-Skills? Ja, Drop Crush hast du gelernt, das ist gut. Du nix, du auch nicht. Book Swap. Okay. Paradise. Ja, du hast Heilung, aber das hat so gut wie keinen Radius. Alles klar. Ich habe mich den Gegner platt gemacht. Gehe ich mal weiter, um zu gucken, wie es aussieht. Da oben ist bestimmt auch irgendwo ein mega dicker Gegner. Moment, habe ich... Ich habe keine Eject-Dinger. Ah, ich sollte mir mal merken, dass ich die Dinger kaufen sollte. Aber nö, ich vergesse es immer. Egal, dann machen wir jetzt mit der Story weiter. Ich kann ja später immer noch mich hier umgucken. Weg da, ich will zum Teleporter. Aha! Erfolgreich geflohen. Ja, da ist jetzt nichts mehr. Das da will ich noch. Danke. Und weg hier. So, Shop. Ich habe keine Check-Dinger. Mist. Ja, so irgendwie nö. Das will ich. Habe ich irgendwas Brauchbares gefunden jetzt? Stella ist wieder zurück, oder? Ja. Magierrobe. Impressive für mich, danke. Weniger HP, aber mehr Vitalität. Nö. Da gehe ich jetzt da rein. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Zweimal. Okay, da oben muss ich hin. Nein, Tetris-Block des Verderbens. Ich habe keine Lust, gegen Tetris-Blöcke zu kämpfen. Die Musik ist so schön. Und ich wette, gegen das Vieh da oben muss ich... Nein, wahrscheinlich nicht kämpfen. Hau ab! Das ist so schön. Stärkebooster, geil. Aha! Noch zwei Items. Da ist der Phönix rechts. Okay. Bevor der Phönix mich zerreißt, speichere ich mal. Komm her. Ich habe nicht geguckt wegen den SP, verdammt. Okay, das war mehr als erwartet. Geht sich's aus? Ja. Au! Isti! Also wenn das nicht für Isti ist, dann weiß ich auch nicht. Was? Was? Wieso? Warum? Ist das ein Plan? Mit diesem Kopf. Ne, Outfit. Ne, Accessoire ist es, genau. Also nee, es war kein Plan, das war ein Item. Wirklich. Hm. Also Neptune only.
Ernsthaft? Wobei, das ist schlecht. Sieht zwar niedlich aus und so, aber es ist schlecht. Okay, dann... Hau ab da. Gut, weiter geht's. Golly, I sure do wonder what the blonde of this world is like. You look so excited, Neppy. What kind of girl do you know her to be? She's quiet, smart, and calm. If left alone, she could read books for the rest of forever. So she's everything you're not. Yeah, I guess. But when we hang out together, we're pretty good pals. Oh, and if I act silly, she's great at making blunt comebacks. Wow, fun! I see. So what does that mean? Are you better friends with her than the me in your world? Now that's a toughie. I mean, noir is noir, so... Wait, are you jealous by chance? What? Don't flatter yourself! Who would ever be jealous of that? Aw, don't worry about it. I heart you plenty, Noir. You've got it all wrong, and now you're saying you hurt me? Oh, that's not... Oh, someone else is here. Is that Bonnie? Phew, nice timing. Where is she? Ooh, things were just getting good. But, okay, where's Blonde? Oh, yep, that's totally her, but... Ack, Plutie, stay away from her when she's HDD'd up! Huh? Hmm, she's serious, isn't she? If it's a fight she wants, then... I need to activate HDD too! Aw, wait for us! Neppy, we should go too! No way! Blonde's usually nice and quiet, but when she's pissed, she's crazy terrifying. And when you toss HDD into the mix... When she transforms? It's like all her emotions are replaced with berserkness. Damn it! How long do those idiots intend to keep me waiting? I guess I've calmed down a bit thanks to that. I rushed over here, but what the hell am I going to do? I can't actually use force and beat her to a pulp, can I? No! Why do I gotta think so hard? It's all because of that stupid CPU of last station! Maybe I'll just go home. If I leave before we meet, I can make up all the excuses I want. Sorry for the wait. Here I am! Shit! Now you show up? Your timing really sucks. Don't curse at me. That's a rude greeting. Whatever. I'm not the one going around with that nasty face. What nasty face? Well, let me introduce myself. I'm Last Station's CPU, Blackheart. This is a surprise. I never thought the illustrious Louis would have a little girl as their CPU. Can it, pigtails? Don't they teach manners to new nations? You like keeping your guest waiting forever? Oh, oops. So sorry. No, seriously. I am sorry, but we can't just let any suspicious stranger into our basilicom. You're too damn cocky. You're just some newbie CPU. And there goes the older generation feeling threatened by the newer, smarter generation. That all you got? Uh-oh. Scary times, you guys. Blonde is getting crazy mad. Noir won't back down, though. Yeah, cause she hasn't had Blonde's fury drilled into her skull. If she gets serious, she'll swing anything around like a weapon and bust up her surroundings. Oh, so she uses anything? Yep, and she can split the earth with a single blow. All who come in contact with her are slain. And at the top of the pile of corpses, grinning like a demon, will stand Blonde. Oh, what a scary story. Blonnie is really scary. Yes, my friend, she is. Well, maybe I exaggerated her legend a little bit, but hey. It's so amazing that you have such a scary friend.
Like I said, she's almost always a super quiet, nice girl. Besides, when it comes to HDD, Sadie is about 100 times more frightening. Hmm. But I'm always really nice. No, 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 you're not. You don't have to shake your head that many times. Then, do you want to be here now? I'll transform, and we'll go talk to Blonnie. Yikes, no, stop. That is definitely not cool. If you do that, even with me and Noir there, there's no way we could cope with the aftermath. What the hell's up with those two idiots shouting while pretending to hide in those bushes? They're Planetune's so-called CPUs. Maybe you should think harder about the people you associate with. That's none of your business! Why are you even here? What business does Louise CPU have in my nation? Well, your dumbass nation doesn't impress me much. And, Don't dodge the question. It's gotta be a big deal if the CPU herself came all this way. No matter how much you dislike my nation, I can't think you'd come here just to bitch at me. Of course there's more to it. I'd like to meet a CPU with that much time to kill. Exactly. I'm pretty busy. Can you get to the point already? Don't rush me, dammit! Ready to pull the crap out of your ears and listen to me? Ugh! So... Lady Blackheart, we have a situation. A serious situation. Huh? You again? Whew. Am I off the hook? Wow. I thought he was just some throwaway character, but this is his third appearance. I never would have guessed it. You're an impressive dude, you know that? Huh? Thank you for your kind words. But his name is just a generic one. It's too bad he didn't get an actual name. Well, outside of this game, I do have an actual name. Don't you see, Plutie? The shock is that an NPC without an actual name has made three appearances. If he had a name, everyone know that he'd pop up again later, see? Oh, now I get it. An enlightening game design lecture, ladies. I see now the pros and cons to displaying an NPC's name. Why the heck are you all getting wrapped up in a meta discussion? Isn't there a crisis? Oh, you're right. I slipped out of character. So what happened? Tell me already. Yes. I received word that someone is attacking one of our nation's software manufacturing factories. What? Who's responsible? I don't really know. That's kind of why I used the generic pronoun, someone. Yes, I know that much. Jeez, you surely know the foe's number and the scale of damage? Oh, no, sorry. I didn't listen to the whole report. As soon as we're done here, this guy's fired. I should hurry over there. So hey, Louise CPU! Huh? What do you want? I don't know why you came here, but you better not pull any other unnecessary stunts. You got that? A factory assault? I feel like this has happened to me before, so we'd better go to... Smell you later! Bye-bye! Okay. Bye-bye. Oh, why the hell did I even come here?! Ja, das... Hab ich keine Ahnung. Up we go! Jedenfalls... Firmenüberfall oder so? Oder Fabriküberfall? Die Erzählung hier ist auch genial. Wer hätte gedacht, dass so ein 0815-Typ schon zum dritten Mal auftaucht? Oh ja, mein Name ist jetzt aber mal aufgetaucht. Dann auch wieder gefeuert. Warum redet ihr so einen Schwachsinn? Ich meine, ja, das ist... eigentlich nichts, was in ein Spiel gehört, aber das macht es irgendwie lustig. Das ist diese komische Fabrik da. Sony Wetlands. Ebenfalls. Ich habe von beiden die Pläne, oder? Wie sieht's mit Stella aus? Oh, die ist ein bisschen geschwächt. Here's a present. Famous Voice.
Magical Stone, ah. Brauche ich den nicht? 19, 18. Stärke Level 1. Ob sie noch mal schafft? Ich wollte Pläne gucken, genau. Ja, das da. Magical Stone. Ah, Change Battle. Das werde ich jetzt mal testen. Und dann haben wir... Cell Antenna bräuchte ich, weil ich das hier gucken will. Hier ist eine Dungeon Sony Wetland und so eine Kasu irgendwas. Factory. Okay. Big Dungeon Chains. Change kann ich aber nicht. Und hier kann ich auch nicht. Okay, da muss ich rein. Das heißt, ich gehe zuerst da rein. Nidhogg ist wieder so ein Riesendrache. Und da hinten rennt er auch schon rum. Die Musik gefällt mir irgendwie nicht. Der hat überlebt. Ja, ich werde die Musik wieder ändern. Plan. Sorry, aber die Musik gefällt mir nicht. Ja, die ist besser. Du lebst noch? Ah, ich komm nicht ran. Ah, es geht sich aus. Na, egal. Victory. So, sorry. Initiative Booster ist gut. Ich hab dich schon gesehen. Achso, ich dachte schon. Das Gebiet sieht etwas anders aus als im zweiten Teil. Irgendwie als ob ich höher wäre. Na gut, gehen wir erstmal raus. Safe, ich guck mich hier im nächsten Part um. Das war Hype. Moment. Ups. Hier kann ich ja noch gucken. Neptun. Nix. So, jetzt kann ich beenden. Das war Hyperdimension Neptunia Rebirth 3. Seid ruhig. So, das war Hyperdimension Neptunia Rebirth 3. V-Generation, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.